endlich wieder offen. Dieser Satz schwebte nahezu über allem im neu eröffneten Dorfladen in Memmingen-Steinheim. Die Arbeitsplätze dieser vier Frauen waren praktisch über Nacht weggefallen. Nach dem ersten Schock wollten sie aber nicht so einfach aufgeben. Wir haben einmal hochgerempelt, und zwar das ganze Team. Weil wir haben gesagt, Mädels, wir müssen irgendwie, wir möchten beieinander bleiben, weil wir sind so ein super Team. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, vielleicht selber da in den Laden wieder was zu machen. Es sollte ein Dorfladen werden. Ein auf die Belieferung von solchen Geschäften spezialisiertes Unternehmen half unter anderem bei der Einrichtungsplanung und dem Aufbau. Wo unsere Stärke halt drauf gelegt wird von unserem Sortiment, ist auf regionale Produkte. Wir bieten hier in dem Laden auch eben Fleisch aus der Region an. Wir bieten einen Honig aus der Region an. Wir haben eben regionale Produkte, die der Bürger beim Discounter nicht bekommt. Was noch fehlte, war das nötige Startkapital. Das steuerte ein benachbarter Metzger bei. So konnte er nicht nur die Arbeitsplätze der vier Damen retten. Er investierte damit auch in sein eigenes Unternehmen. In der Zeit ohne Schlecker nebenan fehlten plötzlich rund 25% seiner Kunden. Sie kauften woanders ein. Ohne die Belegschaft hätte ich mir das nochmal ganz, ganz gut überlegt. Ja, außerdem kennen Sie die Leute, die sind schon 10 Jahre, sagen wir die vier? 10 Jahre, alle vier. Und die Leute, die möchten so gerne, haben mir ja erzählt, dass das nett ist, wenn ich die wieder nicht mehr tät. Und also haben wir alle vier wieder genommen. Ganz Steinheim sagt, man braucht einen Dorfladen. Ja, und ist ja nichts günstiger wie sowas. Wie es uns jetzt widerfahren ist, dass der Schläger aufgehört hat und nebenan ist. Der Herr Gnauer war dann hin und her gerissen und hat sich dann halt ein paar Tage überlegt, schlaflose Nächte. Und hat dann gesagt, wenn ihr alle vier mitmacht vom Team, dann mache ich das. Bereits 2 Tage vor der offiziellen Eröffnung brummt das Geschäft. Kundschaft wie auch Mitarbeiter scheinen froh zu sein, wieder einen Laden in der Nachbarschaft zu haben. Nur glücklich. Meine Kunden sind wieder da, meine alten Kunden sind wieder da. Also es ist, da haben wir, ein Traum ist erfüllt worden. Der Kunde kommt, umarmt uns, weil er freut sich, dass er uns wieder sieht. Und uns geht es genauso. Das ist so ein bisschen Tante Emma. Und das ist es, nach was viele der Kunden suchen. Nicht nur nach Lebensmitteln, sondern auch nach dem persönlichen Kontakt. Ein echter Dorfladen eben.